Möchte man ein Jupyter-Notebook in Colab öffnen, kann das ein bisschen tricky sein, weil man in Colab drin ist und versucht, von dort direkt zu öffnen. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach. Leichter ist es, wenn man auf seine Google Drive geht. Also hier, das ist My Drive. Dann gehe ich in ein Unterverzeichnis, wo meine ganzen Notebooks liegen. Und dann suche ich mir das Notebook, das ich öffnen möchte. Zum Beispiel in dem Fall dieses hier. Mache einen Rechtsklick, mache dann Open with Colab und dann funktioniert das Ganze. Dann wird ein neuer Tab geöffnet und dann ist hier mein Notebook. Jetzt so eine zweite Sache, die trickreich sein kann, ist, wenn man ein Unterverzeichnis öffnen möchte oder eine andere Datei. Das zeige ich mal, wo hier das Problem ist und wie man das ganz einfach lösen kann. Also angenommen, ich führe das hier aus, dann funktioniert das, dann führe ich das hier aus, das funktioniert. Und dann führe ich das hier aus und das funktioniert nicht. Und das Problem ist hier so ein bisschen, dass ich nicht in dem Arbeitsverzeichnis bin, in dem dieser Unterordner Modules liegt, aus dem ich dann das hier öffnen will, beziehungsweise das hier, diese Datei hier öffnen möchte. Und um das zu lösen, muss ich erstmal, was ich eh zuerst hätte machen sollen, meine Google Drive verbinden. Dazu gehe ich hier auf Mount Drive. Dann wird hier automatisch so eine neue Zelle eingefügt, die war vorher nicht da und die lasse ich dann laufen. Und dann muss ich das hier erstmal verbinden, das werde ich jetzt machen und den Teil rausschneiden aus rechtlichen Gründen. So, ich habe das jetzt verbunden. Also wenn man das macht, sieht man ja, was passiert. Da wird einfach der eigene Account dazu eingeblendet und so weiter. Das dauert jetzt kurz, bis das gemacht ist. Manchmal muss man es dann nochmal machen. Es kommt dann manchmal daher, dass CloudCS authentifiziert wird und beim zweiten Mal erst wirklich verbunden oder so. Ich weiß es tatsächlich gar nicht ganz genau. Oder vielleicht dauert es auch manchmal einfach nur, bis es hier erscheint. Das könnte auch sein. Also nach einer Weile sollte dann hier My Drive erscheinen. Jetzt ist es da. Wahrscheinlich hat es einfach nur gedauert. Ich war ungeduldig. Und dann navigiere ich jetzt hier auch zu dem Unterverzeichnis, das ich haben möchte. Das mache ich jetzt mal kurz und weil da vielleicht ein paar Namen auftauchen, die nicht auftauchen sollten. Im Video blende ich das vielleicht auch kurz aus. Das ist noch okay. So, und jetzt bin ich hier in dem Unterverzeichnis, wo ich rein will. Und jetzt sehe ich hier auch dieses Modules. Aber das Arbeitsverzeichnis dieses Notebooks ist nicht dieses hier, sondern weiter oben. Und als erstes möchte ich mal herausfinden, was ist eigentlich das Arbeitsverzeichnis, auf das dieses Notebook hier gerade zugreift. Und dazu füge ich hier mal eine neue Zeile ein. Und ich bekomme das raus, indem ich hier eine Bibliothek importiere, und zwar OS. OS heißt Operating System. Und damit habe ich jetzt ein paar neue Befehle, zum Beispiel OS. Und dann get current working directory. Also derzeitiges Arbeitsverzeichnis. Eine Klammer, führe das aus. Und dann bin ich hier bei Content. Und das Content ist irgendwo hier bei Drive oder so. Also ich glaube hier bei Drive. Irgendwo da ist dieser Content-Ordner. Den möchte ich jetzt ändern. Und das mache ich mit dem Befehl OS Change Directory. So, und jetzt kommt hier der Directory-Name rein. Und zwar möchte ich dieses Verzeichnis, diesen Ordner, gerne als Arbeitsverzeichnis haben. Und da ist ein gewisser Pfad dahinter und den bekomme ich ganz leicht, indem ich hier auf die drei Punkte klicke, dann auf Copy Path, dann kopiere ich das Ganze hier rein und das muss jetzt, also wenn ich das hier mache, dann ist es zwar drin, das ist alles gut, es muss aber ein String sein, also eine Zeichenkette. Und deshalb mache ich das hier in Anführungszeichen. Dann führe ich das aus. Und dann wird das Arbeitsverzeichnis gewechselt und dann habe ich noch den zweiten Befehl, dass mir ausgegeben wird, wo ich bin. Und jetzt habe ich hier das richtige Arbeitsverzeichnis. Das heißt, jetzt bin ich in diesem Arbeitsverzeichnis hier. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt dieses Modules mache und dann Mineralogy Module, dann soll es funktionieren, dass auf dieses Verzeichnis zugegriffen wird. Also mache ich das mal kurz. Und dann klappt das auch. Jetzt wird es ausgeführt, ich bekomme keine Fehlermeldung. Und wenn ich dann hier weitergehe zum Beispiel und mache dieses hier, klappt das auch, mache ich dieses hier,
glaube das nicht. Das hängt daran, dass aus irgendeinem Grund ich hier zwei davon habe. Und in dem einen gibt es kein Modal Recombination, aber in dem hier gibt es Modal Recombination, das heißt es Immunology Module. Und dann Leerzeichen 2, das ist natürlich schlecht. Deshalb mache ich mal kurz das Leerzeichen weg. Okay, jetzt ist mit Leerzeichen weg, dann kann ich hier wieder noch oben, mache hier 2 hin, führe das aus. Und dann gehe ich runter zum Modal Recombination. Und dann funktioniert das Ganze auch. Also, so kann man zunächst ein Jupyter Notebook öffnen. So kann man sehr leicht zu irgendwas hin navigieren. Ähnliches wäre, wenn ich ein File laden möchte, importieren möchte oder sowas. Also, wenn ich hier irgendwie einen Import hat für ein File, dann kann ich auch den Pfad bis zu dem File hier mit Copy Path bekommen.